Heil wünsche ich euch vom Runenhexaltar. Ja, heute geht es in meinem kurzen Video um eine Rune, die ich in Bezug auf eine Anfrage erhalten habe, um zu sehen, wie die Kraft dieser Menschen ist. Ich erfinde das nicht raus, indem ich die Rune nur einfach ziehe oder so, sondern ich bin dann in der Anderswelt, suche nach der Essenz der Person, nach der Energie und ja, lasse mich dann dort führen. Letztendlich kam es zu der Rune Feihu, die ihr hier seht. Feihu ist die erste Rune, sagt man im Futhark, wobei natürlich die Runen im Grunde sich nicht ordnen, in dem Sinne, wie wir das menschlich verstehen. Dennoch ist sie natürlich der Urfunke und erzählt von der Kuh. Viele, viele Menschen sagen ja, Mei, gell, das ist die Rune von Wohlstand und ja, materiellem Besitz und ja, da wirst reich. Ja, wenn da wirst reich, wenn du die Rune zum Beispiel irgendwo als Amulett kaufst und dir mal schnell umhängst, dann wird alles besser. So, ja. Mit dieser, sage ich mal, Einschätzung hatte ich schon oft auf vielen Mittelaltermärkten zu kämpfen, wenn die Leute Feihu zogen, weil da geht immer das Licht in den Augen auf, wenn ich sage, die Rune des Reichtums und Wohlstands, ja. Oder aber es kommt sofort, ich habe nichts, ich habe eh nichts, ja. Feihu ist mit Sicherheit mit Besitz verbunden und mit Wohlstand. Ja, sie ist der Urfunke. Und letztendlich erzählt sie uns von der Urkuh, aber das führt jetzt ein bisschen zu weit. Deswegen möchte ich bei dem Beispiel der Kuh bleiben. Wenn du früher als Siedlerbauer eine Kuh hattest, ja, dann warst du reich. Weil eine Kuh war schon eine ganze Menge und mit einer Kuh kam man weit. Man war abgesichert, ja, es war sogar wärmer im Haus. Und jemand, der sich eine Kuh, sagen wir mal so, leisten konnte, der konnte auch noch einen armen Wanderer durchfüttern, zum Beispiel ein paar Wochen im Winter. Und dieser Wanderer, weil Geben und Nehmen ja immer ausgeglichen sein muss, hilft dem Bauern dann im Frühjahr ein weiteres Feld urbar zu machen, um noch mehr Speisen anzubauen oder Platz zu schaffen, um eine weitere Kuh grasen zu lassen in dem Waldgebiet. Und so hat der Bauer durch Teilen und Geben seinen Wohlstand vermehrt. Bei uns könnte man Feihu so übersetzen. Du hast eine gute Flasche Wein und damit hast du eine Fülle, einen Wohlstand an Wein. Du trinkst den, ja, und dann hast du also, ich weiß nicht, ein Liter Wein in dir und dann hast du am nächsten Tag Kopfschmerzen und bist fix und fertig und da hilft dir der ganze Wohlstand von Wein nichts, ne? Während wenn du die Flasche Wein mit einem guten Freund teilst, dann ist der Wohlstand immer noch gegeben, weil eine halbe Flasche Wein reicht halt auch, gell, zum lustig und fröhlich sein. Aber du bist am nächsten Tag noch immer fröhlich und lustig, hast wunderbare Gespräche gehabt, Spaß, Wein und Wohlstand und Freundschaft. Und es wird dir gut gehen damit. So zeigt uns Feihu seine Kraft. Es ist nicht grundsätzlich die Kraft des Wohlstands, der über dich hereinbricht, wenn du mit dieser Rune arbeitest, sondern es ist die Kraft der Vermehrung. Aus einer Kuh macht zwei. Ja, die Kraft dieser Rune ist eine sehr, sehr heftige magische Kraft, denn wann immer du mit dieser Rune arbeitest, vermehrst du. Ja, alles, was du in dir trägst. Und da sollte man sich mal Gedanken machen. Wenn du ein fröhlicher Mensch bist, der in
einem innerlichen Reichtum und in einer Freude lebt, der positiv ist und ja, keine Ängste und keine Sorgen hat, dann wird Fehu diesen Zustand vermehren. Natürlich. Und dieser Mensch wird noch reicher und glücklicher sein, sofern es geht. Wenn diese Rune aber von jemandem getragen wird, der Existenzängste hat, Sorgen, Angst, Wut, Trauer, ja, der eigentlich seine Gefühle kaum aushält, der ja keine Arbeit hat, der kein Geld hat oder um was es auch immer den Menschen da draußen geht. Wenn der Mensch sich Fehu rumhängt oder aktiviert, dann wird er genau das vermehren. Existenzängste, Sorgen, ja, Trauer, Wut, Krankheit. Fehu vermehrt nur, liebe Leute. Fehu bringt keinen Wohlstand. Fehu vermehrt. Und es ist wichtig, dass man darauf achtet, wenn man mit Fehu arbeitet, was man in sich drin ist und fühlt. So, jetzt habe ich in Bezug auf diese Menschen Fehu gezogen gehabt. Allerdings verkehrt herum. Und das ist immer ganz klar eine Aussage, die sagt, sie sieht den Wohlstand und die Freude nicht, die sie hat. Sie kann sie nicht sehen, weil ihre innere Einstellung von Schmerz und Belastung und Angst gekennzeichnet ist. Aber der Zugang zur positiven Vermehrung wäre gegeben. Sie kann vermehren. Sie vermehrt nur leider derzeit laufend die falschen Gefühle und Emotionen. Und das dringt natürlich im Außenleben, also in dem ja, realen Außenleben, bringt es einfach nur Ärger, Trauer, Stress, Überforderung. Das ist die Rune, die sagt, wenn du in deinem Gedankenkonstrukt und in deiner Traurigkeit und Überforderungsgefühl oder sonst was bleibst, dann wirst du auch überfordert werden, weil ich vermehre dir das. Und es ist einfach ein logischer Aspekt, den die Menschen immer vergessen, dass sie das, was sie in sich selbst sind, auch im Außen erleben werden. Ja, jetzt weiß ich auch, was ich weitergeben kann an diese eigentlich wunderbare Menschen und hoffe, dass ich ihr helfen kann. Euch allen wünsche ich einen wunderschönen Tag.